Bewegung stärkt Körper und Geist in jedem Alter. Bei der Gratis-Schnupperwoche Bewegtes Altern in der Brigitte Nau testet die Generation 55+ verschiedenste Sportarten. Bei Bewegtes Alter geht es uns einfach darum, gar nicht, dass die Leute jetzt großartig Sport machen, sondern dass sie sich bewegen und zwar so, wie es für sie richtig ist. Und da geht es um eine gesunde Bewegung und es geht auch um eine sichere Bewegung. Die Millennium-Apotheke ist heute der sportliche Treffpunkt. Die Idee ist, dass man die Menschen ganz einfach im Alltag abholen muss. Und wenn sie zur Apotheke gehen, dann ist vorausgesetzt, dass sie sich gerade mit ihrer Gesundheit oder mit der Erhaltung ihrer Gesundheit beschäftigen. Und da ist ein Anknüpfungspunkt für uns gegeben. Ein Konzept, das aufgeht. An motivierten Teilnehmern fehlt es jedenfalls nicht. Ich bin jetzt zurzeit in Pension und möchte ausprobieren. Und ein bisschen unter Leute sein ist ja auch nicht schlecht. Egal ob blutige Anfänger oder Fortgeschrittener, bei den Kursen sind alle willkommen. Fehlt ihm die Technik. Ich hoffe, dass ich da ein paar Tipps kriege, ein paar nützliche. Dem Alter entsprechend auch. Ne? Ich mache das nicht auf Wettkampf. Von Nordic Walking über Kegeln und Zumba bis hin zu Qigong. Das ist nur ein Teil der Gesamtaktion Bewegtes Altern in Wien. Regelmäßige Bewegung schafft erstens ein besseres Lebens- und Körpergefühl, aber schützt auch vor vielen Erkrankungen. Und das Wichtige ist, es ist nie zu spät. Es ist eine super Aktion. Bewegung in dieser Stadt ist leicht möglich und wenn man es gemeinsam mit anderen macht, dann ist auch der innere Schweinehund leichter zu überwinden. Spaß mit Gleichaltrigen und dabei fit werden. Der Frühling kann kommen.